Die koronare Herzkrankheit ist eine Verkalkungskrankheit der Herzkranzarterien, die durch Ablagerung im Bereich der Wand der Herzkranzarterien stattfindet. Diese entstehen durch Risikofaktoren wie familiäre Prädisposition, Nikotinabusus, Hyperlipidämie, sprich erhöhte Blutfette im Körper, dann Erhöhung bzw. Diabetes mellitus, Zuckerkrankheit und mangelnde Bewegung, sprich auch Übergewicht. Und diese ganzen Veränderungen führen auch häufig dazu, dass sich manchmal eine leichte, aber im Verlauf auch eine schwere Herzschwäche entwickeln kann. Mhm.